Ich habe diesen gesamten Flughafen gemietet, um dort Hide and Seek zu spielen. Auf 140 Hektar mit einem riesigen Rollfeld, mehreren Hangars und den krassesten Verstecken jemals. Und dieses Flugzeug entscheidet, wer sich mit welchem Fahrzeug verstecken muss. Moritz ist dran. Ah! Yeah! Oh, Moritz mit dem Porsche! Oh mein Gott! Leben! Bitte das Kart, bitte das Kart, bitte das Kart! Yeah! Leben kriegt das Schrottfahrrad! Finn, let's go! Das Kart! Ja, let's go! Renia, du hast Glück gehabt, du bekommst das Motorrad. Es geht jetzt los, man kann wieder diesen legendären Hide-and-Seek-Pokal gewinnen, diesmal in XXXL. Ihr habt 20 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Oh Mann! Oh, das ist geil, Digga! Ey Mann, das ist so unfair! Ich würde erstmal einfach sagen, die ganze Strecke auschecken. Oder ich bin zu schwach! Ich schaff's nicht! Yes, yes! Danke, Bro! Ciao! Yeah! Let's go! Ich glaube, bevor wir uns verstecken, machen wir erstmal ein bisschen Spaß, oder? Oh mein Gott! Und während die anderen sich verstecken, zeige ich euch dieses geile Polizeiauto. Und mit dem werde ich die nachher suchen. Ich habe auch die geile Polizeiuniform und die richtig coole Gadgets. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn ihr alles sehen wollt. Es wird unfassbar. Ich habe auf jeden Fall schon einen kleinen Plan. Und zwar da hinten sind mehrere Hangars. Da werde ich auf jeden Fall jetzt gleich mal gucken, ob ich da ein gutes Versteck finde. Wir werden sehen. So, Freunde, als allererstes gibt es erstmal was zu essen. Denn Verpflegung ist das A und O. Leute, wir müssen uns ja nicht stressen, weil am Ende des Tages haben wir ein Go-Kart und wir können immer wegfahren. Freunde, manchmal muss man sich einfach um sich selbst kümmern. Vorne ist ja Nina. Nina, was machst du? Finne, was machst du da? Hast du Hunger? Nee, danke. Nee? Ich kümmere mich um mein Versteck. Tschüss. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg zu den Hallen. Die wollten es nicht. Dann esse ich es halt. Und weil ich heute nicht nur Creator, sondern auch Polizist bin, muss ich immer viel Wasser trinken. Und das Krasse ist, das ist keine normale Wasserflasche, sondern Air-Up. Air-Up gibt deinem Wasser Geschmack über die Nase. Und das funktioniert ganz einfach, indem er diesen Aromapod hochzieht, dann daraus trinkt. Und die trinken normales Wasser, aber es schmeckt nach Ice Peach. Nee, aber da hinten der Hangar, ich glaube, der ist, glaube ich, unser Call. Eine Möglichkeit wäre, dass ich aufs Dach gehe, aber ich weiß es nicht. Schau euch mal das Wetter an. Jetzt mal Levin einblenden, jetzt mal bitte, wenn der Regen kommt, jetzt, dann wird einfach komplett. Da ist er! Da ist er! Das Wetter ist jetzt nicht so einladend, um aufs Dach zu gehen. Stellt euch mal vor, ich liege auf dem Dach und es fängt einfach komplett an zu pissen. Oh mein Gott, bitte fahr einfach richtig schnell. Wir müssen aber hier ein bisschen flexen. Ah, Kuss geht raus! Natürlich sind wir auch so schnell. Let's go! Sportmodus an! Diese geilen Aromapods geht's in über 25 verschiedenen Geschmäckern. Also es ist für jeden was dabei. Und mein absoluter Lieblingsgeschmack ist auf jeden Fall Cola und Iced Tea Peach. Und dadurch hat man automatisch viel mehr Spaß beim Trinken. Und man trinkt auch automatisch viel mehr. Oh, was? What the fuck, Alter? Oh mein Gott. Okay, wir fahren jetzt hier rein. Ja, du müsstest halt irgendwie, das kann man ja nicht, das Auto kann man ja nicht verstecken. Das heißt, er weiß auf jeden Fall sofort, dass ich hier bin. Okay, Leute, ich glaube, das ist hier doch nicht so die beste Idee. Okay, Freunde, wir schauen uns das hier alles mal an. Das Levin! Yeah, yeah! Das geht ab, Bro! Vielleicht ist 4 unser Raum. 4 ist nämlich meine Lieblingszahl. Zugeschlossen leider. Und das Beste ist, weil es nur riecht, trinkst du keine Kalorien und keinen Zucker. Außerdem könnt ihr die Flasche, falls sie leer gehen sollte, immer wieder nachfüllen. Also mega. Und wenn ihr jetzt Air-Up auschecken wollt, dann schaut jetzt im ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr alles zu Air-Up und könnt euch eine richtig geile Bottle gönnen. Die gibt es auch in verschiedenen geilen anderen Farben. Also nicht nur diese Steel-Bottle, aber die ist auch ultra geil für den Sommer. Also checkt es auf jeden Fall aus. Und vielen, vielen, vielen Dank an Air-Up, dass ihr so krasse Projekte wie dieses Flughafen Hide and Seek supportet. Lasst auf jeden Fall mal Liebe bei denen da. Let's go. Boah! Seht ihr, was ich sehe, Freunde? Das ist einfach eine Feuerleiter. Man kann hier ja wirklich aufs Dach gehen. Sollen wir das mal versuchen, Freunde, ob wir das hinbekommen? Okay, Freunde, wir checken hier mal die Lage ab. Das Ding ist, ich tue das Fahrrad gleich mal irgendwo hinstellen. Die Regel war, man darf sich nicht mehr als 50 Meter vom Fahrzeug entfernen. Jetzt ist das Ding, dass ich das Fahrrad einfach hier lassen kann. Dann denkt er nämlich, dass ich hier bin. Aber ich bin gar nicht hier, sondern auf dem Dach. Habt ihr so eine Abdeckung, so eine Plane, wo man das Auto mit abdecken kann? Ein Auto zu verstecken ist nämlich nicht so einfach. Da ums Eck stellen. Das wird wahrscheinlich die beste Option sein. Die wahrscheinlich, ja. Wir stehen jetzt hier, Freunde. Ich schaue mir das mal von außen an, wie versteckt das hier ist. Ja, man kann sich halt auch als Person sehr schlecht verstecken, muss ich sagen. Nee, ich fühle mich hier nicht wohl bei. Wir müssen noch mal weiter. Das Versteck war es nicht, Leute. Das ist es nicht. Wir fahren jetzt erstmal zu der Kartbahn. Wir gucken, ob wir uns irgendwie verstecken können. Das Bike da auffällt oder eben nicht. Es fängt nämlich jetzt an zu regnen. Eigentlich wäre es auch smart, sich im Wald zu verstecken. Einfach aus dem Grund, weil Johannes da nicht denken würde, dass wir im Regen im Wald sind. Ja, mal gucken, wie stark der Regen jetzt wird. Also hier ist auf jeden Fall eine Kartbahn. Ich würde sagen, ich steige einmal ganz kurz ab. Es fängt an zu regnen, Freunde. Verfolgst du uns? Nein. Wir wollen bis in ein paar Runden drehen. Ich würde sagen, eigentlich kann sich Finnel hier besser verstecken. Einfach aus dem Grund, weil er einen Kart hat. Freunde, ich komme nicht raus. Freunde, ich komme nur raus, wenn ich das jetzt hier wegfahre. Freunde, und darauf erstmal ein paar entspannte Kartrunden, würde ich sagen, oder? Let's go!
Wie geil ist es einfach, dass hier auf dem Flughafen eine Kartbahn steht? Gibt es hier irgendwo ein gutes Versteck? Ja. Aber das ist alles so ein bisschen auffällig. Nee, alles gut, dann suchen wir uns sonst. Dann hätte ich euch empfohlen, ja, das Ganze unterirdisch zu machen. Also Finnel dreht hier irgendwie seine Runden. Boah. Kann ich das aufmachen von hier oder von wo? Heftig, okay. Da fährt Moritz. Mal gucken, was seine Mission ist. Boah, krank. Alter, das wäre ein richtig krankes Versteck. Wir würden jetzt gerade mal kurz in den Wald fahren, da gucken, was es da so gibt. Wenn es da kein gutes Versteck ist, kommen wir wieder. Also Leute, wir fahren jetzt einmal in den Wald. Da kommt Finnel, der natürlich nicht aufpasst. Das ist seine Mission eigentlich. Er verfolgt uns die ganze Zeit. So, also wir fahren jetzt in den Wald und gucken jetzt mal, was es da so gibt. Okay, Freunde, hier chillen wir jetzt erstmal. Hier ist einfach ein Privatjet. Hä? What the fuck? Wie krass ist das denn? Hier hinter dem verstecken wir uns. Hier verstecken wir uns, Freunde. So, Leute, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Damit Johannes uns nicht als erstes findet. Unsere Idee war es eigentlich, das Motorrad einfach in den Busch zu werfen, da ein bisschen Laub drauf zu machen. Aber es ist irgendwie so alles so gepflegt hier, dass hier gar kein Laub rumliegt. Hier ist, glaube ich, noch ein Hangar. Lass den mal auschecken hier, den Hangar. Ich glaube, der sieht ganz gut aus. Ich muss mich ja auch irgendwie als Person verstecken. Ich würde sagen, wir müssen. Da kommt das Kart. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was kann euer Lambo, was mein fucking Kart nicht kann? Ich zieh euch ab, 1 gegen 1. Okay, los, wir machen Rennen. Bist du bereit? Ich bin absolut bereit. Let's go. Okay, 3, 2, 1, go! Ja, ich glaube, das Kart ist weg. Ich krieg euch noch! Ich krieg euch! Okay, wir gehen zu der Kartbahn. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir zurückfahren. Wir nehmen das Versteck, was wir eben vorgeschlagen bekommen haben. Ja, ich würde sagen, let's go. Leute, wir fahren wieder zurück. Halt! Nein, wir fahren schnell vorbei. Das ist einfach nur eine Masche. Nicht, dass wir uns verstecken. Ich bräuchte eigentlich wirklich kurz Hilfe, da hochzukommen. Komm mal her! Sollen wir dir helfen? Dürfen wir dir helfen? Ich bräuchte kurz Hilfe, da hochzukommen. Kann mir jemand kurz helfen? Oh Gott, wie willst du da hochkommen? Wie soll ich dir da helfen? Junge Levin, das klappt niemals. Also ich bin hier. Okay, geht. Leute, wir müssen uns beeilen. Es wird jetzt gleich angefangen zu suchen. Ja, hab ich geschafft. Oh mein Gott, Freunde, ich habe Höhenangst. Das ist irgendwie gerade gar nicht so cool. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Oh mein Gott, nicht runterschauen. Holy shit, Freunde. Oh mein Gott. Fuck. Es ist so hoch. Oh mein Gott, ich scheiß mich ein. Wir müssen das Motorrad irgendwo parken. Können wir jetzt in den Raum fahren? Okay, das passt perfekt. Okay, und jetzt ganz schnell verstecken. Wir brauchen auch auf jeden Fall Hilfe von den anderen. Könnt ihr uns einmal helfen? Das kriegen wir auf. Wir müssen ganz schnell rein. Okay. Okay, ganz schnell zumachen und ihr müsst weggehen von uns. Ey, wir machen das einfach so. Wir stellen das auf. Wir werden das Auto eh nicht verstecken können. Wir stellen es einfach ganz auffällig irgendwo hin. So, danke dir, ne? Also ich gebe dir 5 Sterne. Perfekt. Und halt die Stellung an hier. Wenn ich nichts finde, komme ich wieder zurück. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Hey, Leute. Let's go. Ich würde sagen, wir müssen jetzt einfach nur irgendwie ein gutes Versteck finden. Okay, Alter, was ist das denn? By the way, Leute, ich habe 20 Minuten schlafen heute, also ich bin etwas müde. Vielleicht werde ich mich auch einfach gleich kurz aufs Ohr legen. Einfach ein bisschen schlafi. Oh mein Gott, das ist ja wie für mich gemacht hier. Wunderbar. Das ist der beste Hide-and-Seek-Spot der Welt. Okay, Leute, wir steigen schon mal ein ins gute Fahrzeug. Das Ding ist, das fängt gleich einfach an zu regnen, Leute. Das ist gar nicht gut. Aber zum Glück habe ich ein Auto. So, Leute, 3, 2, 1, die Zeit ist komplett um. Ihr müsst jetzt versteckt sein. Wenn ihr jetzt nicht versteckt seid, seid ihr am Arsch. Die Polizei kommt. Okay, ich würde sagen, wir machen mal einen Rundgang über das ganze Flugzeug, Flughafen. Davon ist noch ein Flugzeug einfach. Da gucken wir mal als allererstes vorbei. Was ist das denn? Also hier beim Flugzeug ist jemand. Ah, keine Ahnung, okay. Es fängt einfach an zu regnen, ich wusste es. Jetzt zwar noch nicht so richtig, aber nieselt leicht. Das ist echt sehr eklig. Okay, okay, ich sehe da vorne schon von wem. Dieses Mal gibt es eine Besonderheit. Ich muss die Leute bis auf 10 Meter finden. Da vorne habe ich auch Finden gesehen. Scheiße. Er fährt die ganze Zeit rum. Also es reicht nicht, wenn ich jemanden über die Weite sehe. Das ist Finn. Finn ist als erstes raus. Freunde, von da vorne ist Johannes. Wir müssen jetzt ganz schnell wegfahren. Da ist Finn. Scheiße. Wee. Nein, er ist hinter mir. Er ist direkt hinter mir. Ich muss gegen den Kasten gehen. Der ist jetzt brutal schnell. Er fährt 100, Digga. Nur eine Möglichkeit. Ich muss hier raus. Digga. Was macht der, Digga? Nein! Bleibe! Nein, du bist nicht! Du bist raus! Freunde, ich nehm mich fest, ich ergebe mich.
Ich glaube, ich bin der Erste, der rausgeflogen ist. Du bist als allererstes gefangen worden. Als Gewinn kriegst du eine Airpods. Hier, viel Spaß damit. Als Gewinn, wofür? Ich hab verloren. Ah, perfekt. Ich würde sagen, du musst die anderen suchen. Ciao. Well played, Freunde. Das war's. Das war's. Ich glaube, Finn wurde gefunden. Er ist der Erste, der raus ist. Die Frage ist, wie lange muss ich jetzt hier warten, bis Johannes mich findet? Leute, an alle anderen, Finn ist gefunden worden. Okay, Leute, wir müssen die anderen suchen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Denn es ist wirklich unfassbar anfangen zu regnen. Und ich habe gar keinen Bock darauf. Heißt, es regnet jetzt schon. Es ist gar nicht gut. Es ist gar nicht gut. Wenn es regnet, wird sich safe einer im Hangar versteckt haben. Denn es gibt hier drei Hangars, in die man rein kann. Und eine Hangar davon ist sogar eine Kartbahn. Ich dachte sogar, dass das Kart sich da irgendwie versteckt, was natürlich am schlauesten wäre. Ich würde sagen, wir sitzen jetzt hier in so einem Mini-Bunker. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich hoffe, wir sterben hier nicht. Hier sind ganz viele Kabel und sonst irgendwas. Ich hoffe, die Jungs, die draußen stehen, verraten uns nicht, weil sie draußen stehen. Aber ich würde sagen, jetzt heißt einfach wie immer warten. Da vorne sind die Hangars. Wir gehen in Hangar Nummer 7 jetzt rein. So, okay, hier ist auch ein zweites Flugzeug. Ich schaue, ob sich da einer versteckt hat. Wir steigen mal hier aus. Oh! Leute, das Fahrrad. Hier ist ein Privatjet, aber hier ist neben ins Fahrrad. Das ist hier, Digga. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ich glaube, oh mein Gott, hier ist irgendwas. Hier drunter ist niemals jemand. Guck mal, ob da jemand drunter ist. Okay. Oh mein Gott, ich kann hier einfach abhauen, Leute. Oh mein Gott, das ist perfekt. Hier werde ich gleich abhauen. Ja, hier ist sogar ein Schlafplatz. Das ist ja perfekt. So, Leute, unser Versteck ist nicht nur geil, es ist auch einfach regengeschützt, weil es fängt jetzt richtig an zu regnen. Wenn wir in den Wald gegangen, wären wir jetzt richtig nass. Und ich glaube, da wäre das Versteck niemals so gut gewesen wie hier. Ich kann von hier aus beobachten, wo Johannes hinfährt. Also ich kann nicht alles sehen, aber ich kann schon vieles erkennen. Also im Privaten ist keiner, da hinten ist keiner, aber Levins Fahrer ist hier. Also ist er auf jeden Fall hier, weil man sich nur 50 Meter von seinem Fahrzeug entfernen da. Also er muss ja irgendwo in diesem Radius hier sein. Auf jeden Fall in diesem Gebäude, da bin ich mir ziemlich sicher. Raum 2. Das sind da so Räume, ne? Aber da ist auch keiner drin. Raum 3. Hinter der Tür. Also wenn man jetzt den ganzen Flughafen zur Verfügung hat, sich hinter deiner scheiß Tür versteckt, dann hat man einiges falsch gemacht. Es fängt immer stärker an zu regnen. Ich muss auf jeden Fall warten, bis er in diesem anderen Hangar da drüben ist. Gibt es hier irgendeinen anderen Weg runter zu gehen? Weil das Ding ist, wenn er hier hochkommt, gibt es für mich keinen Ausweg. Aber Levi muss doch hier irgendwo sein, weil er darf ja nicht weg von seinem Versteck. Also er muss ja irgendwo hier sein. Levi, wo bist du? Ich finde ihn nicht. Dann müssen wir zurück. Obwohl sein Fahrrad hier ist, das ist super dumm von mir. Wir müssen wieder weiter. Ich muss jetzt das Risiko eingehen und wirklich runtergehen, Freunde. Ich kann hier nicht sitzen bleiben. Es regnet komplett. Nein, hier ist draußen. Oh, hier ist niemand. Hier sind wir wieder außerhalb vom Hangar. Boah, das ist halt auch echt Rotschicht. Das ist halt jetzt sackgefährlich. Davon ist die Kartbahn der anderen Hangars. Oh! Nein! Nein! Ja, lucky ist das denn? Scheiße, 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 scheiße! Ich muss ihn halt auf 10 Meter fangen. Warum ist er da oben, Digga? Warum ist er da oben? Hä? Wie ist er da hochgekommen? Freunde, ist da unten. Er denkt, es gibt wahrscheinlich noch irgendeinen anderen Weg. Levin! Ich krieg dich noch! Es riecht noch komplett. Wie hat er es gemacht? Hä? Keine Ahnung, ja, dann ist Levin noch im Game. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gefunden. Da kommst du nicht hoch. Ich weiß ja gar nicht, ob er da hoch darf. Digga, Levi, wie bist du da scheiß verdammte Kacke hochgekommen? Wie machst du das? Wie hat der das gemacht? Hä, wo ist der? Das Ding ist, Leute, ich habe auch ein eigenes Gadget. Und zwar meine eigene. Und zwar. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Du bist verhaftet! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Digga, er rennt jetzt halt weg von mir. Er ist weggerannt. Okay, Freunde, ich glaube, wir sind safe. Ey, Freunde, ich bin so nass. Seht ihr das? Es ist krank. Der hat ihn so knapp. Ich habe ihn halt schon zweimal gesehen. Scheiße, es regnet auch komplett. Lass mal rennen. Wir müssen zurück im Auto. Er ist weg. Keine Ahnung. Levi kommt so was von den Knast aus diesem Video. Johannes hat einfach gedacht, dass ich irgendwie mit einer anderen Leiter hochgekommen bin. Ist dann nochmal ums Haus gelaufen. Dann konnte ich die Gelegenheit nutzen, um runterzugehen. Und ich bin so außer Atem. Digga, wo ist er? Let's go, das ist unsere Chance, das ist unsere Chance. Da ist er! Scheiße. Ich weiß, wo er ist. Levin ist einfach zu gut, er rennt die ganze Zeit von mir weg. Er hat so gute Taktiken, auf Dächer klettert er. Er gibt wirklich alles. Okay, Freunde. Das Ding ist, ich weiß halt, dass hier noch ein Wald ist. Leute, wir haben so lange hier dann geplant. Ich war schon so oft hier und habe jetzt angesehen. Ihr lasst jetzt erstmal ein Abo da, denn 90% der Leute, die diesen Kanal regelmäßig gucken, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Und deswegen würde ich sagen, lasst jetzt ein kostenloses Abo da, um keins der krassen Videos mehr zu verpassen. Und liked das Video und teilt es gerne, damit ich in Zukunft noch krassere Videos machen kann. Außerdem, wenn ich dieses Jahr noch die 500.000 Abonnenten knacke, werde ich meine Haare komplett pink färben. Und das nicht nur mit Karnevalsfarbe, sondern richtig pink. Also lasst ein Abo da. Zusätzlich verlose ich noch 100 Euro unter den ersten 1000 Kommentaren. Also spammt jetzt die Kommentare voll, wenn ihr 100 Euro gewinnen wollt. Und weiter geht's mit dem Video. Weil dieses Video fast über 10.000 Euro gekostet hat. Deswegen lasst mal ein Like da für dieses krasse Video. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt in diesen Wald rein. Digga. Bruder.
Alter! Oh, ganz kurz eine Minute. Ich brauche kurz eine Minute. Ey, wirklich, das wäre alles nicht passiert, wäre ich nicht genau in dem Moment runtergegangen, als Johannes gekommen ist. Mittlerweile sind wir hier schon seit 20 Minuten drin. Also schon ein bisschen länger, es wird immer wärmer. Und diese ganzen Spinnenweben hier sind bestimmt schon an meiner Jacke. Die ganzen Spinnen sind bestimmt schon an mir. Es halt läuft. Okay, Freunde, ich bin jetzt in irgendeiner Hinterkammer. Hier ist einfach eine Matratze. Und ich kann hier auch chillen, sehr gut. Und ich kann hier direkt durch die Tür einfach abhauen. Okay, Leute, ich bin jetzt noch eine Runde gefahren. Ich bin gerade wieder auf dem Rollfeld drauf. Leute, das Ding ist, dieser riesen Flughafen hat zwei Kartbahnen. Und eine ist davon sogar bedacht. Deswegen gehe ich davon aus, dass in der einen Kartbahn auf jeden Fall jemand sein kann. Okay, Leute. Johannes hat gerade hier geparkt. Ich habe gerade das blaue Licht gesehen. Ich denke, er geht erstmal in die Halle und wird dann das Motorrad finden. Ja, und dann halt einfach suchen. Aber uns können wir nicht finden, weil wir sind nicht in der Halle. Das Auto steht auf. Also hier ist keiner. Ich habe gedacht, dass jemand sich hier versteckt hat, aber passt ja keiner rein. Da muss man ja wirklich ja ein Minion sein oder so. Also ich habe keinen gesehen bei der Rundtour, die ich ja gemacht habe. Habt ihr wen gesehen? Ja, der ist ja sowieso nicht hinter der Kamera. Aber hier sind überall auch Räume, die checken wir auch natürlich alle aus. Hier ist jetzt auch viel Preparation, also hier wird noch viel gebaut. Oh, oh, das ist der Porsche. Ist das der Porsche? Ich habe gerade den Porsche gesehen. Ich weiß nicht, ob das ein anderer Porsche ist, aber es sieht genauso aus. Okay. Ah, was macht Boris? Also ich war doch nicht mit dem Porsche. Nein, 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 nein! Okay, komm, 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 komm! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Ja! Scheiß auf, Digga! Let's go! Ich glaube, Moritz will noch eine Verfolgungsjagd, habe ich gehört. Die kriegt er auch jetzt. Oh Gott, nein! Oh Gott, bringt alles rein! Ah! Krieg nicht! Ah, da geht's nicht weiter! Nein, nein, ah, nein! Wir sind genau da lang gefahren, wo wir gerade sind. Nein, 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 nein! Gleich aus! Nein! Oh nein, nein, hier ist die Sackgasse, nein! Okay, Hände hoch! Moritz, du kannst von mir wegfahren, du hast was krasses Auto. Ich ergebe mich. Ja. Na, wir sind in eine fucking Sackgasse gefahren. Du bist raus. Viel Spaß damit. Also Leute, ich dachte, Johannes hätte das Fahrzeug gefunden, aber ich glaube, dadurch, dass er weggefahren ist, hat er es einfach nicht gefunden, obwohl es ja einfach nur in einem ganz normalen Raum steht. Johannes, du wirst mich niemals finden. Er fällt einfach an uns vorbei. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wo Levin sich verkriecht. Der Nina hat auch noch im Game, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwo untersteht. Wir fahren mal jetzt langsam. Hier waren wir noch gar nicht. Da fährt Johannes wieder lang. Ich bin mal gespannt, wann er uns findet. Zwischen diesen Paletten, Digga. Vielleicht ist da ja Nina, ihre Motorrad. Ja, Nina und Levin, gib mir mal bitte einen Tipp. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Ihr müsst mir jetzt einmal ganz kurz einen Tipp geben. Johannes, ich bin ganz dort in der Nähe, wo du mich auch gesehen hast. Also Levin ist auch in der Nähe. Das habe ich aber hätte ich anders gedacht, weil mit dem Fahrrad kommt er bei diesem Regen auch nicht mehr weg. Ich hätte gesagt, dass ich die ganze Zeit in der Nähe vorbeifahre. Ja, Nina hat mich gerade angerufen. Ich habe aber keine Ahnung, wo sie ist. Sie hat mir jetzt einen Mini-Tipp gegeben, dass es ganz heiß ist, wo ich gerade bin. Sie meinte, ich bin die ganze Zeit bei ihr, aber ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich sehe auch nichts. Hä, wo ist sie denn hier? Sie meint, dass es ganz gefährlich ist. Es ist dann hier. Aber wie sollte ich jetzt hier sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, what the fuck? Hä? Oh mein Gott. Ich habe euch gefunden, ihr habt auf mir verloren. Levin ist der Gewinner, obwohl ich ihn gesehen habe. Aber ich habe ihn leider nicht gefangen. Ja, tut mir leid. Dafür er hat alles gegeben. Ich habe eine Stunde da drin gehockt mit Spinnen. Ich würde sagen, wir müssen Levin jetzt fangen. Deswegen, let's go, alle wieder ins Auto. Levin ist einfach der Gewinner vom Hide and Seek. Ich rufe ihn jetzt einfach an und sage ihm das. Und er muss sich jetzt stellen. Johannes ruft mich an. Warum ruft mich Johannes an? Levin, du hast gewonnen. Du musst dich jetzt stellen. Wo bist du? Ich habe dich nicht gekriegt. Ich bin in Hangar 7. Also, Levin müsste hier irgendwo sein. Moritz hat sich ja auch schon mit seinem Auto hier geparkt. Steigen wir mal aus. So sehen Sieger aus. Schalalalala. Da war ich doch. Ich bin hier mit dem Gewinn. Alle anderen sind irgendwie schon weg. Ich habe keine Ahnung mehr. Du hast verdient gewonnen. Du hast echt eine gute Verfolgungstag abgeliefert. Hier dein Hide and Seek Pokal. Aber alle anderen haben auch richtig gut mitgemacht. Ich würde sagen, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo für dieses krasse Video. 6 Monate lang haben wir gebraucht. Danke für 200.000 Abonnenten, auch wenn das schon ein bisschen was her ist. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.